Die Union insgesamt hat es bis heute nicht geschafft, in der Flüchtlingsfrage eine Debatte zu führen, die auf Rechtsstaatlichkeit ausgerichtet ist und nicht auf Rechtsruck. Und das muss man sich selbst ankreiden, auch meine Partei. Noch 2 Wochen Füße stillhalten. Wie heftig die Debatten dann sein werden, hängt wohl auch von seinem Wahlergebnis ab. Tja, und der Mann, der gerade vom großen Knall geredet hat, ist mir jetzt zugeschaltet. CDU-Vize Thomas Strobel. Guten Abend, Herr Strobel. Guten Abend, Frau Miosga. Kanonenschlag in Bayern. Muss es jetzt auch in der Union knallen? Nein, das muss es nicht. Das ist eine Landtagswahl in Bayern gewesen mit einem bitteren Ergebnis für die CSU. Aber natürlich sind solche Landtagswahlen immer in einem bundespolitischen Umfeld. Und es ist gar keine Frage, dass zu viel gestritten worden ist. Und klar ist, Streit schadet. Ich hoffe, das haben jetzt alle begriffen. Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein fordert heute personelle Konsequenzen in der CSU. Werden Sie da auch so deutlich? Nun, ich bin der stellvertretende CDU-Vorsitzende. Ich muss mir über die CSU keine Gedanken machen. Ich bin aber ganz sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen in der CSU zum richtigen Zeitpunkt sehr genau prüfen werden, wer hat wann und wo welche Beiträge geleistet, welche Beiträge waren hilfreich, welche waren eher schädlich. Und dann bin ich ganz sicher, wird die CSU in ihrer Gesamtheit eine in die Zukunft gerichtete Entscheidung treffen. Welchen Beitrag hat denn Ihre Partei geleistet, wenn die Hessen-CDU nun in 2 Wochen auch eine herbe Niederlage hinnehmen muss? Muss dann die Parteivorsitzende auch Verantwortung übernehmen? Nun, in der Tat, Sie haben recht, Frau Miosga, am übernächsten Sonntag steht die CDU auf dem Stimmzettel. Ich bin aber außerordentlich zuversichtlich. Volker Bouffier und die CDU haben das Land Hessen wirklich sehr erfolgreich regiert. Vor allem arbeitet Volker Bouffier mit Haltung und Stil. Er hat auch in den letzten schwierigen Wochen und Monaten nicht herumgeeiert, sondern einen klaren Kurs gehabt, verlässlich, planbar, vertrauenswürdig. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass Ministerpräsident Bouffier in Hessen seine erfolgreiche Regierungsarbeit wird fortsetzen können. Aber ich habe gerade nach Angela Merkel gefragt. Es war der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der zuletzt eine Personaldebatte angezettelt hat, als er gesagt hat, nach Hessen könne es auch in der CDU Erschütterung geben und Angela Merkel sei dann nicht mehr unbestritten. Hat er recht? Und jetzt warten wir mal den Ausgang der Wahl in Hessen ab. Das war ja ein Konjunktiv, der gesprochen worden ist. Und noch einmal, ich bin ganz überzeugt, dass die erfolgreiche Arbeit von Ministerpräsident Bouffier und auch sein Stil und seine Haltung der letzten Wochen und Monate bei dieser Wahl positiv von den Wählerinnen und Wählern betrachtet werden wird. Es geht dann zuallererst um die Fortsetzung einer erfolgreichen Landespolitik in Hessen. Und deswegen glaube ich, dass das ein ordentliches Wahlergebnis geben wird und vor allem, dass Volker Bouffier seine gute Arbeit fortsetzen kann. Und wenn das so ist, dann hoffe ich, dass sich alle am Riemen reißen, insbesondere in der Koalition in Berlin, und die Probleme, die es ja zuhauf gibt, dann auch angepackt werden. Kommen wir noch mal zu dem anderen Koalitionspartner. Der ist ja gewissermaßen in miserabler Verfassung, weswegen in der SPD ja zur Profilschärfung auch über den Ausstieg aus der GroKo zumindest nachgedacht wird an der einen oder anderen Stelle. Das klingt wie eine Drohung, aber ist das für Sie auch eine Verheißung? Nein, überhaupt nicht. Ich wünsche mir eine stabile, eine verlässliche Bundesregierung, insbesondere weil wir in Europa eine schwierige Situation haben. Um Europa herum ist es schwierig. Denken Sie an Trump, denken Sie an Erdogan, denken Sie an Putin, denken Sie daran, dass jetzt in Bali schon darüber diskutiert worden ist, dass wir in der Weltwirtschaft Probleme bekommen können. All das erfordert, dass in diesem großen und wichtigen Land inmitten Europas, in Deutschland, wirklich eine tatkräftige und gute Bundesregierung arbeitet. Das ist vor allem mein Wunsch. Da sehe ich auch noch alle Chancen. Und wenn die SPD jetzt über einen Ausstieg nachdenkt, ein Ausstieg kann zur Folge haben, dass es Neuwahlen gibt. Und auch nach dem Fiasko in Bayern für die Sozialdemokratische Partei kann man ja jetzt nicht im Ernst wollen, dass es bundesweit Neuwahlen gibt auf Seiten der SPD. Aber eine Minderheitsregierung oder eine Neuauflage von Jamaika finden Sie nicht so schlimm, haben Sie gesagt.
Das ist schon richtig. Wenn diese Bundesregierung ihre Arbeit nicht gut fortsetzen kann, wenn die SPD sich beispielsweise vom Acker macht, dann müssen wir andere Modelle prüfen. Dann muss man prüfen, ob möglicherweise Gespräche mit der FDP möglich sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass man in der FDP besonders glücklich ist in dieser Rolle, in der man jetzt ist, in der man im Grunde genommen in der Bedeutungslosigkeit ist, nichts bewegen kann. Die Rechnung, dass wenn man nicht regiert, die Wählerinnen und Wähler das in irgendeiner Art und Weise besonders toll finden, ist ja auch nicht aufgegangen. Insofern wäre das dann eine Option. Und eine andere Alternative wäre eine Minderheitenregierung. Jetzt hoffen wir einmal und arbeiten dafür, dass die Bundesregierung wirklich in einen Arbeitsmodus kommt. Und zwar nicht nur so, sind ja auch gute Dinge gemacht worden, dass man sie tut, sondern dass auch die Menschen das Gefühl haben, das ist eine stabile Regierung, die die tatsächlichen Probleme anpackt. Also Ärmel aufkrempeln und vor allem die Streitereien beenden. Sagt CDU-Vize Thomas Strobe. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, viel wird nun über die Wahlverlierer gesprochen, wenig über die Gewinner, und das hat Gründe. Die Grünen dürfen trotz Rekordergebnisses wohl nicht mitregieren. Landtagsneuling AfD sieht die CSU ebenfalls nicht als Alternative für Bayern. Und die Freien Wähler kennt kaum einer außerhalb des Freistaats. Dabei sitzen die bereits seit 10 Jahren in München im Parlament, um in der Politik auszumisten, wie dieses Foto des Vorsitzenden Hubert Aiwanger von damals suggerieren soll. Heute trauen so viele Bayern wie nie zuvor, seiner Partei zu, Probleme anzupacken. Und die Freien Wähler wollen das gerne von der Regierungsbank aus tun, so berichtet Anna Tillack. Sie haben es eilig. Schnell besprechen, wie man in den erhofften Koalitionsverhandlungen mit der CSU möglichst viel rausholen kann. Sollte sich aber herausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen und lassen die alleine an die Wand fahren. Wir lassen uns hier nicht irgendwo unter Wert verkaufen. Wir wissen, was wir wert sind. Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, will 3 wichtige Ministerien. Wenn das nicht klappt, dann eben 5 unwichtige. Wer ist dieser Mann, der der CSU jetzt Druck macht? Wer den studierten Landwirt kennenlernen will, muss die Stadt verlassen. Vor allem auf dem Land sind die Freien Wähler beliebt. Warum sind Sie eigentlich kein Grüner geworden, Herr Aiwanger? Ja, weil die Grünen zu ideologisch sind, weil die wahrscheinlich noch nie selber einen Baum gepflanzt haben, aber mir nachher verbieten wollen, dass ich einen umschneide. Also den habe ich selber gepflanzt, den schneide ich ja selber um. Entstanden sind die Freien Wähler in den 50er Jahren aus Bürgerinitiativen. In Bayern stellen sie mehrere hundert Bürgermeister. 62% aller Wähler sehen sie als gute Alternative für diejenigen, die sich bei der CSU nicht mehr aufgehoben fühlen. Eine Partei, die die Probleme vor Ort anpackt. Zum Beispiel hier in der Oberpfalz sind es die Stromtrassen, die bei den Bürgern Widerstand hervorrufen. Bernhard Schmidt kämpft politisch dagegen. Auch weil von den Trassen vor allem Großkonzerne profitieren würden. Ich möchte also auf jeden Fall, wenn es denn so sein muss, dass die Trasse kommt, eine Bürgerbeteiligung hier erreichen, dass sich der Bürger auch daran beteiligen könnte. Aber vorrangig wäre es für uns wichtig, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, hier die regionalen erneuerbaren Energien vor Ort erzeugen und auch hier selber verbrauchen können. Jetzt wollen die Freien Wähler auch auf Landesebene mitregieren. Ihre Ziele für die Koalitionsverhandlungen und nicht verhandelbar? Kostenfreie Kitas und keine dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Bei vielen anderen Themen wie Asylpolitik liegen sie nah an der CSU. Die Freien Wähler sind konservativ. Böse Zungen behaupten sogar populistisch. Hubert Aiwanger kratzt das nicht. Vor allem nicht heute, nach der Wahl. Wir sind keine Schubladenpartei. Also wir sind weder links noch rechts noch völlig ökologisch oder völlig wirtschaftslobbyistisch, sondern wir sind Pragmatiker. Wir holen uns von allen politischen Richtungen die besten Ideen zusammen. Wir sind also die beste politische Schnittmenge, die es gibt. Auf die Freien Wähler könnten neue Herausforderungen zukommen. Zeit zum Ausruhen bleibt da erstmal nicht. Tja, und von der selbsternannten Schnittmenge kommen wir zu einer Partei, bei der von Menge keine Rede mehr ist und der Schnitt tief durch sozialdemokratische Herz geht. Die SPD scheint nur noch Schatten einstiger Größe zu sein und
ja, man traut es sich fast nicht auszusprechen, aber es reicht an Existenzangst. Christian Feld berichtet. Eine Zeche im Ruhrgebiet, die Spitze der Landes-SPD ist zu Besuch. Es ist ein Ort, an dem Erinnerungen wach werden an die guten alten Zeiten der Sozialdemokratie, der Malocher-Partei. Hier in Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt großen Unmut über die Große Koalition in Berlin. Entsprechend skeptisch sind die Einschätzungen heute. Na, viele Chancen gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde bei den SPD-Mitgliedern, ob überhaupt noch die Mehrheit zustande käme, die vor einigen Monaten noch da gewesen ist. Also es ist die letzte Chance für die Beteiligten in Berlin, jetzt deutlich zu machen, damit geht noch was. In Bayern ging nicht viel. Auftritte nach einer verlorenen Wahl sind nie besonders angenehm. Doch an diesem Morgen wirkt die Stimmung im Willy-Brandt-Haus besonders trostlos. Einen steinigen Weg, sagt die bayerische Spitzenkandidatin ihrer Partei voraus. Dieses Ergebnis hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, dass die Menschen uns mit einer ganz großen Skepsis begegnen und mit einer unglaublich großen Distanz. Hinter der Parteivorsitzenden liegen Monate, in denen GroKo-Krisen die Schlagzeilen bestimmten und nicht Sachpolitik. An welchem Punkt die SPD einen Schlussstrich ziehen müsse, wird Nahles gefragt. Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt. Vor allem haben wir in 2 Wochen in Hessen eine Wahl, wo wir alle Power jetzt reinstecken. Wir verschwenden unsere Kraft und Zeit jetzt nicht auf interne Debatten, sondern wir wollen es wissen in Hessen. Kurzfristig ist die interne Debatte also vertagt und die SPD hofft darauf, dass Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel der so heftig angeschlagenen Partei wieder Glücksmomente und Selbstbewusstsein beschert. Meine Erwartungshaltung ist, dass mit Blick auf die Möglichkeiten, die wir in Hessen haben, sich jetzt alle darauf konzentrieren, die hessische SPD und mich zu unterstützen. Das ist die klare Erwartungshaltung an alle in der Bundespartei. Der SPD-Führung wird selbst nach einem Wahlsieg in Hessen die Diskussion nicht erspart bleiben über die eigene Rolle in der Großen Koalition. Ich habe dafür geworben, in die Koalition einzutreten, weil dieser Koalitionsvertrag ein guter ist. Und daran hat sich überhaupt gar nichts geändert. Aber er muss auch abgearbeitet werden. Und wir müssen den Menschen auch sagen, dass wir an ihren Problemen arbeiten, damit sie wahrnehmen, dass Verbesserungen auch eintreten. In der SPD war die GroKo von Anfang an umstritten. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob das Bündnis eine Zukunft hat. Der heutige Finanzminister und stellvertretende Parteichef Olaf Scholz ist seit 43 Jahren in der SPD. Er hat also schon viele Höhen erlebt, aber auch schon zahlreiche Tiefen erlitten. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Ist das jetzt für Sie der bislang tiefste Fall der deutschen Sozialdemokratie? Das Ergebnis, das gestern in Bayern zu verzeichnen war, ist für uns alle bitter und traurig, ganz klar. Deshalb war es für mich sehr gut, dass ich heute sowieso viele Gesprächstermine in Hessen hatte. Ich war in Wiesbaden, ich bin jetzt hier in Hanau. Das waren sehr aufbauende Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch etwas, das mir Hoffnung gemacht hat, dass die SPD in Hessen die hessische Landtagswahl gewinnen kann. Nun ist das Ergebnis in Bayern ein Desaster, aber im Bund ist die Tendenz ja auch absteigend. 71% der Wähler sagen nach unserer Infratest-DiMAP-Umfrage, man weiß nicht, wofür die SPD steht. Warum gelingt das nicht? Erstmal ist das eine Analyse, die man sehr ernst nehmen muss und die ich übrigens schon seit vielen Jahren ernst nehme. Ich glaube, wir müssen über sehr konkrete Fragen sprechen und die immer wieder betonen, damit jemand weiß, woran er mit der SPD ist, selbst wenn er nicht Wahlprogramme liest. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Kraftfahrtbundesamt will einen Rückruf von etwa 100.000 Dieselfahrzeugen anordnen. Laut Verkehrsministerium geht es um die Typen Insignia, Cascada und Zafira. Die Behörde sehe bei diesen Modellen eine Abschalteinrichtung der Abgasreinigung als unzulässig an. Zuvor waren Razzien bei Opel bekannt geworden wegen Betrugsverdachts bei Dieselfahrzeugen. Die Regierung Italiens hat den umstrittenen Haushaltsentwurf für 2019 am Abend verabschiedet. Um Mitternacht endet eine Frist für die Abgabe des Entwurfs in Brüssel. Das populistische Bündnis aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will die Verschuldung des Staates ausweiten, was nicht nur auf Kritik der EU-Kommission stößt. Mehr dazu jetzt von Markus Görne.
Das Land in Südeuropa, das die Deutschen nicht nur für den Kaffee und den Urlaub, sondern auch für die Lebensart der Menschen lieben, macht vielen in Europa Sorgen. Denn Italien ist zu bedeutend, um es im Falle eines Falles zu retten. Und Investoren verlieren Vertrauen in Italien, gut zu sehen an den Risikoaufschlägen der italienischen Staatsanleihen. Die Entwicklung der 10-jährigen Staatsanleihen, deren Risikoaufschlag seit Jahresbeginn um 78% gestiegen ist und nun bei 3,6% liegt, ist besorgniserregend. Italiens Probleme sind groß. Sie könnten das Land in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Da sind zum einen mehr als 2 Billionen Euro Staatsschulden, eine Bankenlandschaft, die nach wie vor Probleme mit reichlich faulen Krediten hat, und eine Wirtschaft, deren Produktivität in den vergangenen Jahren kaum gewachsen ist. Sollten sich die italienischen Probleme verschärfen, würde das auch die deutsche Wirtschaft wie die Banken empfindlich treffen. Denn sie sind nach wie vor eng mit Italien verbunden. Die Börsendaten. Der DAX schloss im Plus bei 11.614 Zählern. Der Dow Jones ging mit 25.251 Punkten im Minus aus dem Handel.